Heute werfen wir einen Blick auf ein brandneues Spiel, das frischen Wind in die Welt der Roguelikes bringt. Peklin hat nach einer langen Early Access Phase am 27. August 2024 seinen offiziellen Release gefeiert und verspricht, das Genre mit seinen innovativen Mechaniken neu zu definieren. Stellt euch ein Pachinko-Spiel vor, das auf Roguelike-Elemente trifft. Klingt ungewöhnlich. Na dann, lasst uns eintauchen und entdecken, was Peklin so besonders macht. Einleitung: 2024 entwickelt sich zu einem großartigen Jahr für Gamer und ich bin begeistert, euch Peklin vorzustellen. In diesem einzigartigen Mix aus Roguelike-Elementen und Pachinko-inspirierten Gameplay schickt euch Peklin auf ein Abenteuer voller strategischer Herausforderungen und unvorhersehbaren Wendungen. Mit seiner Kombination aus Geschicklichkeitsspiel und taktischem Denken zieht der Spieler sofort in seinen Bann. Die Mischung aus Zufall und Strategie, die es in Pachinko-Automaten erinnert, sorgt dafür, dass keine Runs gleich sind, kein zweiter Run. Aber was macht Peklin eigentlich denn wirklich so einzigartig und fesselnd? Nur das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Gameplay Basic und Einführung. Im Kern von Peklin geht es darum, die richtige Strategie zu finden, um die vier Zonen zu durchschreiten und alle Gegner zu besiegen. Die erste Herausforderung besteht erstmal daraus, wie füge ich dem Gegner am besten Schaden zu. Dazu gibt es eine Vielzahl von Orbs, die man verwenden kann, um in diesem Pachinko-artigen Automaten eine Kugel abschießen zu können, die dann auch einzigartige Fähigkeiten haben. Hier wird unterschieden zwischen sowohl normalem Schaden als auch kritischen Schaden. Bereits zu Beginn lernen wir, dass es so verschiedene Packs gibt. So die ganz normalen, dann gibt es welche, da ist ein bisschen Geld drin. Dann gibt es die Crit-Packs, die sind wichtig, um den kritischen Schaden eines Orbs aktivieren zu können. Und dann gibt es noch die Refresh-Packs, die praktisch dazu da sind, um das komplette Feld wieder neu aufstellen zu können. Zu guter Letzt Bomben. Die Bomben sind als kleine Bonusmechanik mit drin und essentieller Bestandteil der Strategie, denn die verursachen mächtigen Flächenschaden. Die Mechaniken machen das Spiel so spannend und strategisch anspruchsvoll, wie es allerdings das Prinzip erstmal nur hergibt. Du bist dem Zufall überlassen, wie die Kugel springt. Du kannst sie abschießen, wohin du willst, das ist klar, aber danach springt das Ding halt einfach. Jede Zone bringt neue Hindernisse und Gegner mit sich, was von den Spielern verlangt, ihre Taktik kontinuierlich anzupassen. Zusätzlich bietet Peklin auch noch eine Vielzahl neben den Orbs auch Relikte, die ihr im Laufe des Spiels sammeln und ausrüsten könnt. Orbs könnt ihr dabei aufleveln, die Relikte gewähren euch ein paar Zusatzbonis, die euer Gameplay individuell gestalten. Dies ermöglicht es euch, diesen verschiedenen Herausforderungen zu meistern und jeden Run einzigartig zu gestalten. Zudem seid ihr auch daran angehalten, ein paar Aufgaben oder beziehungsweise Challenges zu lösen, um weitere Charaktere freizuschalten. So müsst ihr in einem Run beispielsweise versuchen, 40 Mal in Anführungszeichen Gift auf einen Gegner zu bekommen, auf einen einzelnen, damit ihr einen neuen Charakter freischaltet. Da ist schon ein bisschen Gameplay dahinter. Präsentation von Problemen, Herausforderungen und wie Peklin das Ganze anders macht. Roguelike-Spiele haben oft das Problem, sich zu wiederholen und wenig Abwechslung zu bieten. Es gibt diese eine bestimmte Waffe, die ist super stark, es gibt diese eine bestimmte Richtung, da sollte man auf jeden Fall vorbeigehen. Nun, Peklin adressiert, zumindest was den Anfang betrifft, dieselben Schwächen. Ein langsamer Start, immer der gleiche, je nachdem welchen Charakter man natürlich nimmt. Allerdings kommt dann ein sehr dynamisches Spielsystem rein. Mit jeder neuen Karte und jedem neuen Orb, den ihr mitnehmt und neuen Gegnern, die ihr bekommt, könnt ihr praktisch die Runde individuell und einzigartig gestalten und so ist der Wiederspielwert sehr hoch. Ein häufiges Problem bei Roguelikes ist das Ding mit dem Fortschrittssystem. Peklin hat außerhalb des Spiels keinen Meta-Fortschritt. Man kann natürlich, da werde ich später nochmal kurz drauf kommen, ein paar Sachen freischalten und so neue Runs gestalten. Doch grundsätzlich habt ihr nicht etwas, wo ihr sagen könnt, okay, jetzt starte ich mit 3 Schaden mehr oder sowas. Das hat Peklin nicht. Stattdessen setzt es darauf, dass es ein eher tiefgreifenderes System hat bezüglich der einzelnen Orbs, die man bekommen kann. Diese kann man leveln, Relikte kann man dazu bekommen und so entsprechend das alles anpassen. So wird es hier beeinflusst. Wir haben in jeder Runde die Möglichkeit, unsere Strategie zu optimieren, neue Kombinationen zu entdecken, was für Motivation sorgt. Darüber hinaus werden wir mit jedem neuen Run, mit unserem Wissen, das wir gesammelt haben, belohnt und können natürlich anders an Gegner rangehen. So ein genannter Memory Shift, den wir hier haben, das heißt, wir nehmen unsere Erfahrungen, die wir gesammelt haben, und verlagern sie auf einen späteren Spieldurchlauf und können dann besser agieren.
Höhepunkte und Schlüsselmomente. Ein weiterer spannender Punkt ist die Art und Weise, wie Peklin den Fortschritt im Spiel handhabt. Nicht nur ist eben der Faktor, dass ihr eure Orbs upgraden könnt, ihr könnt Relikte vorher auch anschauen, ihr könnt das Ganze hier mehr oder weniger für euch gestalten. Nein, der Memory Shift, den ich gerade schon angesprochen habe, mit eurem Wissen zukünftige Runs besser zu gestalten, ist nur zu einem gewissen Grad vorhanden. Dadurch, dass wir hier einen gewissen Zufallsfaktor haben, dadurch, dass wir in so einem Pachinko-Automaten sind, wo der Ball hinspringt, wo er will, könnt auch ihr euch nicht immer entscheiden, in welche Richtung ihr gehen wollt. Ihr wollt nach links gehen? Ja, das ist schön. Euer Ball springt aber nach rechts. Denn ihr seid in der Lage zu entscheiden, durch den Ausgang, wo euer Ball hinfliegt, am Ende eines Levels, in welche Richtung ihr weitergehen wollt. Das ist absolut game-breaking und diese Entscheidung, das so zu machen, finde ich persönlich auch super witzig. Ihr wollt zu einer Kiste gehen? Boing! Pech gehabt, ihr müsst zu einem Gegner gehen. Oder umgekehrt, ihr hattet Glück und habt richtig geschossen und so konntet ihr natürlich auch in die richtige Richtung gehen. Na? Grundsätzlich ist natürlich aber der Faktor, ihr müsst euch vorstellen, ihr tretet gegen einen Boss an, den ihr zuvor mal nur knapp besiegt habt, ihr wisst nicht, wie ihr den schaffen sollt und habt aber jetzt durch den neuen Durchlauf ein paar Orbs gesammelt, die wesentlich stärker sind, vielleicht auch besser gelevelt sind, weil ihr mehr auf euer Gold geachtet habt, weil ihr wusstet, worauf ihr achten müsst. Und so habt ihr praktisch endlich die Strategie, wodurch ihr diesen Gegner legen könnt. Das ist eigentlich der typische Roguelike-Standard, aber ihr habt hier die strategische Tiefe, durch die ihr mit ein bisschen Zufall auch noch gemischt gut arbeiten müsst. Zusätzliche Tipps. Peklin ist grundsätzlich kein Spiel, das ihr in 2-3 Runden komplett durchspielt und wieder in die Ecke legt. Ich persönlich habe jetzt so um die 5 Runs gemacht. Ich fand es mega witzig. Die ersten 2 waren eher verhaltenerer Natur, obwohl ich durch das erste Gebiet immer durchgekommen bin. Nur dann stand ich halt vor einer Mauer. Na, Memory Shift. Immer wieder dran denken. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, so ein bisschen Fortschritt zu machen. Es gibt geheime Relikte. Geheime Relikte, die ihr freischalten könnt, doch dafür müsst ihr bestimmte Bedingungen einhalten. Na, hier müsst ihr beispielsweise mit einer immensen Menge an Rüstung das Game beenden. Dann könnte es sein, dass ihr was freischaltet. Nur mal so in den Raum geworfen. Anderes ist natürlich ein paar strategische Sachen. Na, denkt immer daran, dass eine Orb mit Gift und noch ein Orb mit Gift und es ist alles ganz toll, aber wenn ihr nur auf Gift geht, dann kann natürlich ein Gegner kommen, dem das gar nicht so viel ausmacht. Da muss man natürlich taktisch klug sein, ein bisschen kombinieren, um so das Beste aus eurem Setup rauszuholen. Bosskämpfe und Herausforderungen könnt ihr immer individuell angehen. Es gibt die Möglichkeit, hier euch mit Leben hochzuhalten. Da müsst ihr bestimmte Orbs benutzen, die eure Packs verschleimen. Dann könnt ihr die häufiger anspringen bzw. Dutschen, abprallen, wie auch immer, und dadurch heilt ihr euch dann teilweise wieder oder ihr gebt dem Gegner Gift drauf, ihr verlangsamt ihn. Ihr könnt auch eine Variante spielen auf Ausweichen und den Gegner blind machen. Na? Es gibt die Mechanik Ballweichen und es gibt die Blindheit auf den Gegner. Dadurch könnt ihr eventuell Angriffen der Gegner ausweichen. Alles super witzige Strategien, die man da unter Umständen mit reinnehmen kann. Letzten Endes kann ich euch nur den Tipp mitgeben, macht euer Deck an Orbs nicht zu groß, ihr habt hier eure Kugelleiste, die ist ganz cool und da könnt ihr je nachdem auch schauen, was habe ich eben für Orbs gerade verfügbar und scheut euch auch mal nicht, einen Orb wegzuschmeißen. Wenn ihr noch einen billigen Steinorb vom Anfang habt, schmeißt den weg, wenn er euch keinen Vorteil bringt, nutzt die anderen. Doch meine Empfehlung ist auch, packt da nicht zu viel rein, weil ansonsten ist genau der eine Orb, den ihr braucht, am Ende des Tages nicht in der Position, wenn ihr ihn spielen wollt. Zusammenfassung und Schluss. Peklin beeindruckt durch seine innovativen Mechaniken, dynamischen Karten, ihr könnt jederzeit eigentlich euren Weg selbst wählen, ob ihr ihn dann auch gehen dürft, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ihr habt eine Vielzahl von Herausforderungen und diese machen jeden Spieldurchlauf wirklich einzigartig. Der Zufall sitzt dabei aber wirklich immer auf eurer Schulter, denn der Ball, der Orb kann manchmal dahin springen, wo ihr es am wenigsten erwartet und dann müsst ihr plötzlich eine komplett andere Route wählen. Das Spiel kombiniert geschickt strategische Tiefe in der Auswahl eurer Orbs, der Levelmöglichkeiten eurer Orbs mit der unvorhersehbaren Natur eines Pachinko-Spiels. Und so könnte praktisch diese einzigartige Art und Weise, wie man ein Roguelike erlebt, wirklich nachhaltig verändert werden. Denn ich persönlich feiere jetzt schon diesen Einfluss von Zufall auf dieses Game. Mit jeder Runde lernt ihr etwas Neues und genau das macht Peklin so reizvoll.
Was haltet ihr von Packlin und seinen frischen Ideen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr mehr Bock auf solche ausgefallenen Spiele habt, dann abonniert den Kanal und lasst dem Video einen Like da. Denn in Zukunft werde ich mir häufiger mal sowas in der Richtung anschauen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye!